Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, und wie in der letzten Folge versprochen, Leute, werden wir heute auf Kultistenjagd gehen. So, wir sind hier schon mal angelegt und den Kultisten habe ich auch schon markiert. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den knacken können. So, wir legen ab. Er ist gut 1000 Meter weg. Und dann schauen wir doch mal. Wird bestimmt sehr gut bewacht sein. Sollen wir das Treibgut bergen, Kapitän? Also einzelne Schiffe sind ja besser, richtig nice. Aber sieht aus wie ein einzelnes Schiff. Hier an der Seite sind schon noch ein paar. Den weghalten von denen. Schön. Und schon ist er wieder ein Kultist weg. Dann schauen wir doch mal gleich, ob wir einen Hinweis bekommen haben. 9. Da unten ist einer. So, Details. Schaut noch mal. Okay. Hier haben wir auch was bekommen. Ein. Der Weiße ist ein Schiffsführer. Okay. So, jetzt wollte ich noch mal schauen. Und zwar Fähigkeiten können wir jetzt eh aktuell nichts machen. Haben schon wieder 3. Wir brauchen ich glaube, wir brauchen 9 Stück, oder? 4 von 6. Quest. Noch was? Was haben wir denn hier jetzt noch? Fähigkeiten. Von 9, eieiei. So, wir könnten jetzt schauen. Kultist. Und zwar würde ich gern den hier machen. 32.
Details verfolgen. Wir schauen auf die Karte, ob wir den irgendwo sehen hier. Ah, ist da oben. Komplett neues Gebiet wäre das. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Wir müssten hochsegeln. Dann müssten wir hochsegeln. Na komm, wir segeln dorthin. Er ist eigentlich eh nicht weit weg, aber der wird wahrscheinlich sehr, sehr gut bewacht sein. Phobia. Die Adrastea kann die stärksten Stürme und die heftigsten Schlachten überstehen. Doch sie wurde erbaut, um bei solch herrlichem Wetter zu segeln. Geh mal da, ich will jetzt nicht kämpfen. Schönes Wetter hier, ey, Wahnsinn. Ein komplett neues Gebiet jetzt. Ah, da. Hol das Segel ein! So. Okay, hier können wir anlegen, Leute. Das wird jetzt wahrscheinlich die Insel werden, wo wir ein bisschen was machen. Zuerst auf jeden Fall schauen wir mal, ob wir normal müssten wir den hinkriegen in der Folge. Sind wir überhaupt richtig hier? 900 Meter, das schaut ein bisschen... Uiuiui. Ich weiß halt nicht. Ich wollte eigentlich hier rüber. Ja komm, wir kämpfen uns dann hier durch. Ich markiere den gleich mal. Kämpfen uns halt durch. So weit ist er ja nicht weg jetzt. Schauen wir mal, ob wir den hier nicht gleich snacken können. Wäre schon gut, wenn wir den gleich kriegen. Normal ist ja eigentlich gar nicht so mein Stil, dass ich hier einfach durchrenne. Vor allem, wenn es ein komplett neues Gebiet ist. Aber ich will jetzt einfach diesen blöden Kultisten dort haben. Dass wir hier auch mal ein bisschen vorankommen. Dass wir unseren Speer auch mal wieder auftunen können. Und dann bräuchte ich noch einen von diesem Zweig, damit wir halt eine komplette Rüstung bekommen.
Also ein komplettes Set. Verlassene Mine. Ich denke mal, dass der da drin sein wird. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Schon da drin. So, wir brauchen zweimal Gefangenbefreiung. Die haben wir hier und dreimal Schätze plündern. So, okay, dann gehen wir mal rein zu dem. Ich denke mal, dass zwei Schätze da drin sein werden. Ich habe jetzt so nichts mehr gesehen. Okay, nächste Kultist down.
sich gut angefühlt, dich niederzustrecken. So, sehr schön. Sollen wir erstmal das Höschen anziehen? 32. Bloß ein Ding mehr, aber egal. So, wir haben einen neuen Hinweis bekommen. Vielleicht können wir ja... Nee, können wir nicht. Mann. Da jetzt hier immer noch gar nichts von dem Scheiße. Hier brauchen wir noch einen Hinweis. Schade, schade. So, wir könnten jetzt nochmal den markieren hier. Oh, der ist 49. Da machen wir mal lieber nicht. Sie hier. Die 16. Stoße nach Argolis vor. What? Die haben wir doch schon mal gehabt. Stoßen nach Argolis vor. Wir können die auch nicht... Ja, aber wo ist denn die Bitch? Ja, hier ist 29. Tritt in die Arena ein. Okay. Ja, hier. Setze deine Odyssee fort. Okay. Wir könnten jetzt mal mit dem Argolis schauen. Aber jetzt wollte ich erst mal die restlichen Schätze hier snacken. Hier ist einer. Und hier. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Okay. Wir werden eigentlich so weit, damit wir Hauptstory weitermachen können. Warum ist das hier so ein komischer Ort? Ist komisch hier. Aber hier drin ist ja eigentlich nichts, oder? Na, hier drin ist gar nichts. Oben müssen wir uns auch noch mit. Okay, somit müssten wir hier eigentlich alles haben. Ich will mal kurz mal hier rausgehen. So. Aber was ist es mit dem Stoße nach Argolis vor? Was wir hier noch machen werden, ist uns natürlich noch hier den Ausguck holen, damit wir hier auch schnell mal herreisen könnten. Das machen wir jetzt gleich und dann würde ich mal schauen mit dem Argolis. Das ist ja ziemlich, ja nicht Startgebiet, aber weit weg ist es nicht. Ich hab jetzt gerade das Ding markiert, oder? Habe ich, ja. Okay, das ist nämlich hier hinten. In Argolis, ich verstehe das nicht. Hat sich der irgendwo versteckt oder so? Wir müssen mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwie Hinweise, damit wir die mal killen könnten. Weil jeder getötete Kultist gibt natürlich auch wieder neue Hinweise.
Okay. Sehr schön. Schnellreise freigeschaltet. Optimal. So, und jetzt schauen wir doch mal. Argolis war hier unten. So, wie kommen wir denn... Schlachtfeld. Warte mal, hier wäre eine Quest noch. Argolis ist hier das komplette Ding. Das heißt, da oben ist der eine, den wir... Den wir nicht killen konnten, glaube ich. Ja. Der war zu krass. Okay, ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt mal hierher reisen und dann schauen wir uns nochmal die Quest hier an. Der Tod ereilt uns alle. Vielleicht ist es ja auch die Quest für den blöden Kultisten. Muss ja irgendwie gehen. Gesehen haben wir sie ja schon. Die wollten sie damals abfackeln in dem komischen Tempel da drin. So. Schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, habe ich die Quest schon mal angenommen? Schauen wir mal auf die Karte. Die Quest war hier. Da werden wir jetzt mal schnell mal hingehen. Ich kriege irgendwie so eine Kack-Quest wieder, die uns überhaupt nichts hilft. Aber ich wüsste nicht, wie es sonst geht. Söldnerin, hilf mir! Ich würde alles tun! Bitte hilf mir! Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Hilf dem Gatten der Frau. Das kann nicht die Quest sein dafür. Muss irgendwas mit Kindern oder sowas sein. Ach, der ist down. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Grüßes. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Geil, das ist die blöde Kuh. Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod das ist dein Platz Kultistin. In meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Vergiss es. Du hast den Verstand verloren, Krüses. Das ist Wahnsinn. Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten. Das ist Wahnsinn.
Das ist die Welt, die du mit erschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Hättest dich mir anrufen können. Wir hätten gemeinsam über die Welt geherrscht. Wirf für mich, mein Kind. Komm her, zeig, was du kannst. Komm. So, du blöde Bitch. Bitch. Reden. Verfluchte Schlange! Ich werde nicht ruhen, bis der letzte Kultist meinen Speer geschmeckt hat. Ihr werdet aus der Geschichte getilgt. Ich lösche euch aus. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Sehr, 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 sehr gut. So, wir haben wieder neue Armschienen bekommen. 33er, sehr schön. Und wir haben... Warte mal schnell, muss ich mal schnell die Dinger hier wegmachen. Das geht mir auf den Sack. Da könnten wir eigentlich auch mal alles dann zerstören. So, wir haben 5 von 9. Das heißt, wir brauchen noch 4 Kultisten. Dann schauen wir uns mal das Kultistenmenü an. Ah, der wird mir hier, der... So, Details. 3 von 5 Hinweise haben wir schon. Auch ein 50er. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, so haben wir jetzt keine Hinweise mehr. Der hier unten, wo war der? Der war 49. Okay, den können wir erstmal nicht machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unser Inventar ausleeren. Können wir nichts machen? Dass wir ein bisschen Resis kriegen. So, okay, aber bevor ich jetzt mit... Ich könnte jetzt mit dem Schiff hier weitermachen, glaube ich. Dass wir hier oben was machen. Aber ich wollte da eigentlich noch ein bisschen warten. Nehmen wir mehr Ausdauer, Schadensreduktion, Speerschaden. Hier warten wir aber noch ein bisschen, weil ich wollte noch mal... was schauen. Und zwar, wo war das? Das war hier. Wo? Ich glaube, hier war das. Hier können wir nämlich... Orkes der Olympiaden. Hier war das, das, wo wir einkaufen könnten. Wir haben 17 Steine aktuell. Und ich wollte wirklich mal schauen, was man sich dort holen kann. Das heißt, wir werden jetzt mal schon hierher reisen. Zum Glück gibt es die Schnellreisefunktion.
So. Wir markieren uns nochmal. Ist gleich hier unten. Und dann schauen wir doch mal, was wir da kaufen können. Können wir eine Quest abgeben? Okay, dann geben wir erst die Quest schon ab. Haben es gut mit mir gemeint. Hab Dank. 2800 Drachmen. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir hier kaufen können. Willkommen zurück, meine Freundin. Du wirst nicht glauben, welche fabelhaften Stücke ich heute für dich habe. Woher bekommst du nur all diese Sachen, Sargon? Du scheinst nie deinen Stand zu verlassen. Ich habe ein Netzwerk von Geschäftspartnern, die die Welt nach interessanten Dingen durchforsten. Wenn sie etwas Besonderes finden, bringen sie es zu mir. Jetzt. Du verstehst dein Geschäft. Ich erkenne den Wert von Dingen, die andere geringschätzen. Dieses Talent habe ich über viele Jahre kultiviert. Ja, jetzt interessant. Komm, zeig mir den Laden. Zeig mir, was du auf Lager hast. Was? Oh. Was kostet? 80! Bist du bekloppt? 20. Ich kann nichts kaufen. Fuck. Ich dachte, ich kann mir irgendwas kaufen, aber geht leider nicht. Okay, da brauche ich noch 3 so verkackte Steine. So, das heißt, wir können hier nichts machen. Könnten wir eigentlich dann hier hinten weitermachen? Im Melisain. Das heißt, wir müssten hier mit dem Schiff nochmal rumfahren. 35 bis 39. Also Stufe hätten wir jetzt auf jeden Fall. Dann könnten wir dort hinten mit der Hauptquest weitermachen. Ich schau mal auf die Quest. Arcadien. Hier. Mycenien. Bucht des Hades. Scheiße, da haben wir nämlich keinen Punkt zum Anlegen. Das heißt, wir müssen nochmal komplett hier runter eiern. Er ist im südlichen Teil der Bucht. Wir sehen ihn, ja, das kann hier unten sein. Auf einer sehr kleinen Insel neben dem Schiffswrack von Nestor. Ja, ich sehe es halt hier halt nicht, wo ein Schiffswrack ist. Das heißt, wir müssen jetzt eh mal hier hin. Und dann können wir mit dem Schiff dort mal hinfahren. Schauen wir mal. Kultisten haben wir jetzt erstmal soweit, also da können wir jetzt erstmal nichts machen. Einer ist in der Arena, glaube ich, aber da waren wir noch gar nicht. Müssen wir auch erstmal hinkommen. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal dorthin reisen. Oh, wo ist unser Schiff? Wo können wir hier? Hier ist es, glaube ich, oder?
Oh, mein denn. Rufen wir mal unser Schiffchen. Hier ein bisschen am Rand bleibt, wenn ihr wieder hier in Kämpfe verwickelt werdet. Auf einer sehr kleinen Insel neben dem Schiffswrack der Nestor. Okay, wir müssen ausschalten nach einem Schiffswrack und nach einer kleinen Insel. Vorne wäre schon eine kleine Insel jetzt. Aber ob da ein Schiffswrack ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir in der Nähe wären, dann kommt Icarus zum Einsatz. Wieder so viele Schiffe, ey. Dass ich hier durchkomme. Segel einholen! So, wo sind wir denn jetzt hier schon? Entdeckter Ort. Es ist irgendwo hier oben, denke ich. Ich denke mal, das wird die Insel hier sein. Wir machen uns hier mal eine Markierung hin. Geschwindigkeit!
Also mit den Wellen haben sie schon cool gemacht, also. Das muss Testikles sein. Sehr schön. Los geht's! Haltet das Tempo! Ah, und das ist auch das Schiffswrack, also was man da aus dem Wasser machen sieht, den Masten. Okay. Können wir da gleich mal anlegen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir die Quest noch, aber fertig machen, glaube ich, werden wir nicht mehr schaffen. Da ist das Schiffswrack, genau. Sehr schön. Mycenien, die Kriegsfabrik. Jetzt bin ich natürlich genau 35, gell? Also, das ist jetzt schon das niedrigste Level hier. Befestigung verbessert. Was willst du vom großen Meisterkämpfer Testikles? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ich bringe dich zu den Olympischen Spielen. Olympia? Verdammt! Ich werde sie alle besiegen. Ich siege, denn ich bin Testikles! Gut, brechen wir auf. Oh nein, ich kann jetzt noch nicht gehen. Vorbereitung, hm? Und ich weiß nicht, ob ich in der Verfassung bin, auf deinem Boot zu segeln. Ich habe etwas für dich. Ein gewisses Öl. Mein Öl? Oh, ich könnte dich küssen. Nein, könntest du nicht. Hier ist dein Öl. Nimm es. Ah, wie Martha es gemacht hat. Treibst du mich ein? Sicher nicht. Steig auf das Boot. Auf zu den Spielen! Das Volk verlässt sich auf mich! Nun, gehen wir? Och, wehe, er gewinnt nicht. Bringe Testikles nach Alice. Okay, er ist auf dem Boot. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Ich hatte noch ein bisschen was hier, aber das ist schon... bisschen spärlich aus hier alles. Okay. Was wir nochmal machen könnten, also wo ich Bock drauf habe, ist in dieses Schiffswrack schnell mal tauchen. Vielleicht gibt's da was. Schatzbinder, ne? Sehr schön. So, und schauen wir uns das doch mal schnell an. Das ist da vorne dran, oder? Schiff. Hier haben wir was Neues bekommen. Oh, eine Schlangengalionsfigur. Schaut auch nice aus. Oh, cool. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir können dann noch mal schnell auf die Karte gucken, wo wir damit ihm hin müssen. Bringe Testikles nach Elis. Wo ist Elis?
Elis. Ich glaube, ich habe schon mal gelesen. Samus, Andros, Hydria, Melos. Elis, wo sollen Elis sein? Misara, Pevki. Elis. Dann komme ich immer schnell aufs Schiff und schau mal. Wird es ja bestimmt dann markiert werden irgendwo. Oh, 5000 Meter. Okay, das ist ein ziemlich weiter Weg. Was ist das? Da oben. Ach du Scheiße. Okay. 35 bis 38. Okay, dann müssen wir hier einmal hier hochsegeln. Gut, Leute, das würde ich sagen. Wenn ich von Kefalenia, kann ich nicht von Kefalenia hierher reisen? Ja, geht nicht, ja, wenn mein Schiff jetzt... Ich weiß nicht, ob mein Schiff rufen kann hier, ja? Da könnte man schon einiges Zeit ersparen. Aber hier habt eine Anlegestelle, hier wäre eine Anlegestelle. Ach komm, wir reisen dann da hoch, würde ich sagen. Na okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auch ruhig ein bisschen Support oder sowas da. Würde mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.